Freunde, heute spiele ich Minecraft mit meinen Freunden Orksi und Ukri. Aber was sie nicht wissen, ist, dass ich im Geheimen richtig winzig klein werden kann. Und boom, somit bin ich jetzt auch schon ein richtiger Winzling. Schaut euch das einfach mal an. Und als Winzling kann ich richtig coole Dinge machen, wie zum Beispiel ein geheimes Haus. Schaut euch das einfach mal an. Ich habe hier einfach sogar mein eigenes Bett. Wie cool ist das denn bitte sehr, Freunde? Und in dem heutigen Video ist es mein Ziel, meine Freunde richtig cool als Winzling zu pranken in Minecraft. Okay, lass uns nachschauen, was unsere Freunde dort vorne machen. Was machen die nur? Leute, Angriff der Pillager, Angriff der Pillager. Warte mal, Orksi, hör auf, die Bewohner zu veräppeln. Hier ist kein Pillager, wir sind nette Leute. Und jetzt lass uns erstmal die ersten Tools machen, wie zum Beispiel eine Werkbank. Oh yeah, lass uns das direkt machen. Aber für eine Werkbank brauchen wir erstmal Holz. Na los, lass uns ein wenig Holz farmen gehen. Okay, Freunde, ich habe keine Ahnung, was bei denen abgeht. Aber ich würde sagen, wenn die gleich eine Werkbank bauen, dann werden wir die einfach abbauen. Hahaha, Freunde, das machen wir jetzt. Und zack, eine Werkbank. Sehr gut, Ukri, komm, lass uns direkt was craften gehen. Was craften gehen? Naja, was ist, wenn ich jetzt einfach abbaue? Okay, jetzt muss ich mich schnell im Gras verstecken. Let's go! Orksi, hast du gerade die Werkbank abgebaut? Ist das dein Ernst? Ich dachte, wir arbeiten im Team. Nein, Ukri, wie kommst du drauf? Du hast sie doch gerade abgebaut, oder nicht? Ich habe nichts im Inventar. Warte, ich craft einfach schnell eine neue. Und zack. Oh Mann, Freunde, habt ihr das gesehen? Wir haben die komplett hops genommen. Die haben keine Ahnung, dass ich in echt richtig winzig bin. So, Orksi, ich habe mir eine Holzspitzhacke gemacht und jetzt geht's ab in eine Höhle. Ganz genau, ich habe auch eine. Lass uns direkt eine Höhle suchen. Komm mit. Ja, weil ich so, unser erstes Ziel ist ja natürlich Diamanten. Komm, lass uns die Werkbank mitnehmen und let's go. Los geht's. Okay, die gehen jetzt in eine Höhle rein und ich habe schon eine richtig gute Idee, was wir als nächstes machen werden. Aber wartet mal auf mich, als Winzling bin ich nicht so schnell. Ach, Mann. Okay, das heißt, ich werde mich schnell nochmal groß machen und die jetzt so im Geheimen verfolgen. Hoffentlich sehen die mich nicht, Freunde. Okay, Freunde, hier irgendwo sollten Orksi und Ukri gerade in der Höhle sein. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach dieses Erz gegen Fake-Erz austauschen. Und damit werden wir die richtig krass pranken. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach explosive Erze raus. Und für die Leute, die nicht wissen, was damit passiert, wenn Orksi gleich versuchen wird, das abzubauen, das wird einfach explodieren. Wie cool ist das denn bitte sehr? Und wir werden die natürlich im Geheimen die ganze Zeit beobachten. Und das da oben müssen wir auch nochmal schnell austauschen. Und schnell dorthin, schnell abbauen und jetzt das neue Erz implantieren. Und das Coole ist, das sieht 1:1 so aus wie das alte. Also Ukri und Orksi werden niemals auf die Idee kommen, dass es einfach Fake-Eisen ist. Okay, Ukri, ich würde sagen, wir haben echt genug Lapislazuli gefunden. Lass uns langsam in diese Richtung hier der Höhle gehen. Du hast recht, wir brauchen jetzt Eisen. Okay, Freunde, die haben mich noch nicht gesehen. Ich werde mich jetzt hier im Geheimen hochbauen, damit ich die beobachten kann. Gleich werden sie nämlich das Eisen abbauen und in die Luft fliegen. Ich bin schon sowas von gespannt. Okay, wir müssen uns schnell hier hochbauen. Zack, zack, zack. Und die dürfen mich auf keinen Fall sehen. Okay, perfekt. Und Ukri hat schon das Eisen gefunden. So, du weißt ganz genau, wir brauchen Eisen, um Diamanten zu bauen. Warte mal, Ukri, du brennst. Oh nein, ich hol Wasser, ich hol Wasser. Oh Mann, Freunde, habt ihr das gesehen? Ukri ist einfach draufgegangen. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Aber wir haben ihn schon mal richtig cool als Winzling geprankt. Und Orksi rastet richtig aus. Oh Mann, wie konnte das gerade bitte sein? Ukri ist einfach draufgegangen. Dann musst du schnell seine ganzen Items aufsammeln und die in die Kiste reinpacken, bis er wiederkommt. Oh, Ukri tut mir richtig leid. Nein, Spaß tut er nicht. Wir werden ihm nämlich im heutigen Video noch viel cooler pranken. Oh Mann, ich verstehe echt nicht, warum das gerade explodiert ist. Egal, ich würde sagen, ich habe Ukris Items. Ich gehe jetzt direkt hoch und suche ihn. Mal schauen, wo er gespawnt ist. Und ich würde sagen, als erst bauen wir lieber ein Haus oder so. Höhlen sind mir zu gefährlich. Okay, Orksi weiß aber noch nicht, dass wir ihn noch viel cooler gleich pranken können, wenn er im Haus ist. Dort haben wir nämlich noch viel mehr Möglichkeiten. Und komm her, ich bin richtig langsam. Ich muss hinterher. Okay, Freunde, ich glaube, die werden hier gleich irgendwo ihr Haus anfangen zu bauen. Und ja, es sieht ganz so aus. Okay, Ukri, ich würde sagen, lass uns erstmal auf allen Seiten so einen Stamm nach oben bauen. Okay, das ist eine gute Idee. Dann haben wir schon mal eine Grundstruktur für das Haus. Oh, habt ihr das gehört, Freunde? Aber was sie nicht wissen, ist, dass ich jetzt mit meinem Chisel-Tool, ja, ich weiß auch nicht, warum das so heißt, mich einfach in ihr Haus einbauen werde. Wie cool ist das denn? Bitte sehr, schaut euch das einfach mal an. Zack, zack, zack. Schnell hier rein, damit es auch nicht auffällt. Und jetzt
sind wir in ihrem Holzblock drin. Okay, ich glaube, wir sollten gleich auf der anderen Seite ankommen. Und zack, zack, zack. Und perfekt, Freunde. Hier haben wir jetzt einfach einen kleinen Gang und sind jetzt im Inneren von Haus. Wie cool ist das denn, bitte sehr? Okay, Uki, lass uns noch schnell die Wand zu Ende bauen, damit wir wirklich vor allen Monstern sicher sind. Na klar, das ist eine gute Idee. Okay, ich muss jetzt noch den ganzen Boden einmal ausbauen. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ich muss hier ganz schnell weg, damit er mich bloß nicht sieht. Oh Mann, war das knapp, Freunde. Okay, ich brauche einen etwas besseren Gang. Ich würde sagen, ich gehe hier einfach hoch und es sieht ganz so aus, als ob die den Boden wegmachen. Das kann doch nicht wahr sein. Und warte mal, was machen die denn jetzt? Okay, hier kommt noch eine wunderschöne Kiste hin. Oh nein, Freunde, sie haben mir die Sicht versperrt. Okay, das heißt, ich werde jetzt meinen Geheimgang hier ein bisschen ausbauen. Zack, 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 so sollte das passen. Und es geht noch ein bisschen weiter nach oben für mich. Perfekt. Okay, so sollte das passen. Let's go, let's go, let's go. Ich muss hier hoch, Junge. Was soll das? So, Oxy, dann platziere ich hier vorne noch einen Ofen. Und solange wir Essen holen gehen, können wir ja unser Sand hier braten. Oh ja, das ist eine total gute Idee. Aber warte mal, Uki. Was, wenn irgendjemand hier drin einbricht? Lass uns lieber noch ein paar Türen hier hin platzieren, oder nicht? Oh, stimmt. Du hast recht. Platziere ein paar Türen. Zack, zack. Okay, jetzt sind wir sicher. Lass uns direkt losgehen und Essen holen. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Die holen jetzt Essen und ahnen nichts davon, dass ich sie jetzt überfallen werde. Ihr habt nämlich gehört, die haben hier was in ihren Ofen reingetan. Und weil ich hier einen geheimen Gang reingebaut habe, kann ich auch in ihr Haus kommen. Okay, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den Ofen rein. Was gibt's da so Schönes? Eissecksand? Okay, ich glaube, dafür haben die richtig lang gefarmt. Wir nehmen einfach alles raus und gehen jetzt wieder in unseren kleinen Geheimgang hier rein. Oh, wir müssen es nochmal schnell hochbauen. Perfekt. Und jetzt passt es schon, Freunde. Wir werden die einfach sowas von pranken. Let's go! Okri, Okri, ich habe ganz viele Kühe gefunden und ich habe alle geschlachtet. Ich habe jetzt ganz viel Fleisch. Und ich war Oxy in einem Dorf und habe ganz viel Brot mitgenommen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, lass uns direkt reingehen und schauen, wie weit unser Sand ist. Und schau mal, der Ofen ist aus. Das heißt, unser Sand ist fertig. Wer schaut als erstes rein? Yo, ich natürlich. Das war doch mein Sand. Und wie viel Glas haben wir? Wir haben absolut gar kein Glas. Aber warte mal, die Kohle ist überhaupt nicht leer gegangen. Wie kann das sein? Und wo ist der Sand hin? Hä? Hast du ihn vielleicht in den Kisten vergessen? Hä? Warte mal. Oh nein, das kann doch nicht sein. Aber in den Kisten ist er auch nicht. Oh Mann, okay. Weißt du was? Ich weiß genau, wer das war. Die Villager, die mögen uns doch nicht. Das weißt du ganz genau. Oh nein, du denkst doch nicht wirklich, dass die Villager sowas uns antun würden. Die Dorfbewohner von diesem friedlichen Dorf. Warte mal, wie kommen die denn jetzt bitte sehr auf die Villager? Die würden sowas niemals tun. Der hat ein Schwert in der Hand. Oh nein, sag mir bloß nicht, er wird das machen, was ich denke. Na los, Uki, komm schon. Ich habe mein Holzschwert fertig gemacht. Sehr gut, Oxy. Und jetzt werden wir Rache beweisen, denn keiner lässt uns einfach unser Sand klauen. Ganz genau. Komm mit, komm mit, komm mit. Wir werden jetzt die Villager vernichten. Let's go. Warte, was? Was haben die dort gesagt? Die wollen die Villager vernichten? Das kann doch nicht wahr sein. Aber gar nicht mal so schlecht für mich. Ich bin jetzt nämlich in ihrem Haus ganz alleine, Freunde. Schaut euch das einfach mal an. Und jetzt kann ich so richtig übertreiben. Aber ich würde sagen, wir sind nicht so fies und tun ihnen diesmal einen Gefallen. Nämlich werden wir jetzt ihr Haus verbessern. Ja, richtig gehört. Wir verbessern ihr Haus. Und weil ich ganz genau weiß, dass die Lieblingsfarbe von Uki und Oxy rot ist, werden wir jetzt hier einen roten Teppich überall hin platzieren. Wie schön sieht das denn bitte sehr aus, Freunde? Oh Mann, findet ihr auch nicht, dass das Haus jetzt schon viel besser aussieht? Und warte mal, was habe ich hier angestellt? Weg damit! Okay, als nächstes, wo wir einen richtig schönen Boden haben, werden wir jetzt ein Bett platzieren und natürlich ein rotes Bett, denn rot ist die beste Farbe, Freunde. Let's go! Und zack, perfekt. Und schaut euch einfach mal an, wie riesig das im Vergleich zu mir ist. Okay, jetzt platzieren wir hier noch einen Bilderrahmen und einen Redstone da rein. Perfekt, weil Redstone ist das coolste Erz in ganz Minecraft. Und Freunde, als letztes, weil wir einen kleinen Gefallen machen wollen, machen wir die ganzen Kissen weg, zack, 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 und platzieren jetzt hier im Gegenzug ganz viele Schalker-Kisten. Und die sind natürlich auch rot, aber in die Schalker-Kisten werden wir es richtig blödes Zeug reintun, nämlich ganz viele Kakaobohnen. Und wer braucht bitte sehr Kakaobohnen? Die sehen aus wie Kacke. Freunde, wir tun da jetzt ganz viele Kakaobohnen rein, die bringen denen absolut gar nichts. Darüber werden die sich bestimmt richtig aufregen. Ich bin schon auf deren Reaktion gespannt, wenn die zurückkommen. Und ganz vergessen, Freunde, wir brauchen ja noch ein bisschen Dekoration. Deswegen platzieren wir hier noch überall rote Banner. Also ich finde deren Haus jetzt viel, viel cooler, Freunde. Was meint ihr?
Ich hätte richtig gerne so ein Haus. Also ich glaube, die sollten sich eigentlich gleich freuen, wenn die zurückkommen. Und jetzt gehen wir schnell wieder in unseren Geheimgang rein. Und komm schon, perfekt, perfekt, perfekt. Hier schnell rein. Und jetzt sind wir hier wieder drin. Let's go, Freunde. Aber warte mal, mir kommt gerade die Idee. Wir könnten doch einfach mal beim Villager-Dorf vorbeischauen. Die meinten ja, die wollen dort Rache nehmen oder so. Mal gucken, was die dort machen. Wir müssen die aufhalten. Und dort vorne ist sofort das Villager-Dorf. Ach Mann, wir müssen dort schnell hin, aber ich bin so langsam. Okay, das heißt, wir machen uns ganz schnell wieder riesig und gehen dort jetzt ganz schnell hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Was sehe ich dort? Was haben die dort angestellt? Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, wir müssen dort ganz schnell hin. Oxy? Okri? Was machen die dort? Also, Oberkommissar Okri, was machen wir jetzt? Sollen wir es tun? Natürlich, wir müssen es tun. Sie haben uns verraten. Jetzt kriegen sie die Rache dafür. Aber die letzte Chance sagt uns endlich, wo unser Sand ist. Ja, wir wollen unser Glas haben. Nicht Sand, sondern Glas, Oxy. Warte mal, was? Ey, die Villager haben euch doch gar nichts getan. Ihr brennt ihre Häuser ab und ihr wollt sie vernichten? Junge, was ist mit denen bitte sehr falsch? Okay, das heißt, ich muss denen hier irgendwie helfen zu entfliehen, weil die haben sie einfach hier in einem riesigen Käfig eingesperrt. Das kann doch nichts wahr sein. Okay, ich werde mich jetzt hier reinbauen. Komm schon, komm schon, komm schon und die gleich befreien. Okay, okay. Du weißt, sie wollen nicht anscheinend ausrücken. Was machen wir jetzt mit denen? Ich würde sagen, wir müssen es einzeln tun und ciao, ciao, Leute. Tut mir echt leid, aber wir haben euch die Wahl gelassen. Okay, runter mit euch, ja. Okay, perfekt. Nein, das könnt ihr nicht machen. Oh Mann, ich muss sie schnell befreien. Kommt hier raus, Villager. Und jetzt noch dieses Gitter kaputt machen und dieses. Und jetzt könnt ihr hier raus. Kommt, befreit euch. Mal, wieso sind die alle rausgekommen? Na los, Plan B, Plan B, Plan B. Lag das Dorf in die Luft, Okri. Lag das Dorf in die Luft, Okri. Wow, was machen die hier, Freunde? Und hier kommt die ganze Lava. Ich muss hier schnell weg. Als ob die jetzt das ganze Dorf in die Luft jagen. Wie könnt ihr nur so fies sein, Jungs? Vernichtet die Villager für das Sand. Ah, komm her, Mann. Wo ist unser Glas? Wir brauchen Glas. Das ist Sand, Okri, kein Glas. Oh Mann, wie könnt ihr nur so fies sein? Naja, gleich steht ihnen eine böse Überraschung vor, wenn sie zurück zu ihrem Haus gehen. Hahaha, Freunde, ich bin schon gespannt auf ihre Reaktion. Und was haben die hier mit dem Villager-Dorf angestellt? Das war gar nicht cool. Okay, ich konnte ihnen leider nicht mehr helfen, Freunde. Lasst mal jetzt allen ein Abo und ein Like da, falls euch die Villager auch so leid tun. Ich meine, Oxy und Okri sprengen hier alles in die Luft. Wie könnt ihr nur so fies sein? Dafür werde ich sie heute noch richtig krass trollen. Und nein, ich muss hier schnell weg, Freunde. Okay, Freunde, ich bin jetzt zurück wieder bei ihrem Haus. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh nein, da kommen die schon. Und warte mal, was haben die mit dem Dorf angestellt? Alter, das sieht ja komplett verwüstet aus. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wie könnt ihr das nur tun? Okay, das heißt, wir machen uns wieder richtig winzig und müssen jetzt verstecken und die Türe zumachen, damit denen nichts auffällt. Und gleich werden die sehen, dass sich hier alles im Haus verändert hat. Freunde. Oh nein, das sind die schon. Ganz schnell hier mein Versteck. Okri, die Tür hat sich gerade einfach geschlossen. Naja, egal, lass uns reingehen. Zack, zack und warte mal. Warum ist hier alles rot, Okri? Was soll das? Das warst doch du, oder nicht? Aber du weißt doch ganz genau, rot ist nicht die beste Farbe. Was machst du denn? Du hättest das alles blau gestalten sollen. Du hast recht, das hätte alles hier grün werden sollen. Ich verstehe gar nicht, warum das hier alles rot geworden ist. Was soll das bitte? Warte mal, Freunde, was reden die dort? Rot ist die beste Farbe. Ey, ich hab gedacht, ihr freut euch jetzt. Und anstatt, dass sie sich freuen, regen die sich jetzt auf. Mann, ich habe euer ganzes Haus schöner gemacht. Was soll das? Schaut euch das an. Hier sind sogar Schalkerboxen. Oh Mann, Okri, wir können gleich wieder alles neu bauen. Ich glaub's nicht. Ja, du hast recht. Rot ist so hässlich. Nein, das könnt ihr doch nicht bringen, Junge. Rot ist die beste Farbe, Freunde. Schreibt jetzt Hashtag Rot in die Kommentare, um ihnen zu beweisen, dass Rot viel cooler ist. Und macht dieses dumme TNT weg. Warte mal, das erledigen wir schnell. Und zack, Freunde. Okri, gib mir mein letztes TNT wieder. Den Rest habe ich schon am Villager-Dorf verplempert. Oh Mann, Oxy, was für TNT? Ich habe kein TNT. Hä, aber du hast das doch gerade abgebaut. Oh nein, nicht schon wieder so ein Fehler in dieser Welt. Was ist passiert? Hier. Hallo, möchte uns hier irgendjemand veräppeln? Was soll das? Ja, Freunde, ich möchte euch veräppeln, aber davon wisst ihr gar nichts, denn ich bin richtig, richtig winzig. Okay, Freunde, ich will sagen, ich bin gespannt, was die jetzt als nächstes machen. Oh Mann, das bringt doch alles hier nichts mehr. Lass uns alles wegbauen sofort.
Ja, lass uns alles abbauen. Das macht echt keinen Sinn. Wir müssen uns ein neues Haus bauen, unbedingt. Aber warte mal. Obwohl, ist das etwa Loot hier vorne? Oh, du hast recht, eine Schalkerbox. Aber da ist ja auch nur... Kakaobohnen, was? Kakaobohnen? Das sind Kakaobohnen, Ukri. Du kannst ja nicht mal lesen. Naja, ich muss mich hier ganz schnell freibuddeln, damit die mich auf keinen Fall sehen. Okay, so schon viel besser. Ich brauche die perfekte Sicht auf sie. Warte mal, Ukri. Siehst du das? Da haben wir etwa Parasiten bei uns. Schau mal, da hat sich irgendein Tier reingebissen. Warte mal, du hast recht. Ich glaube, wir haben Ameisen im Haus. Das macht keinen Sinn. Lass uns schnell umziehen. Schnell, schnell, schnell. Lass uns hier lieber raus. Schnell, schnell, schnell. Komm mit. Oh Mann, Freunde, das war richtig knapp. Zum Glück dachten die, dass das Parasiten sind. Nein, das waren auch keine Ameisen. Im Geheimen war das die ganze Zeit Sam Lucky. Okay, und jetzt bin ich gespannt, was die als nächstes machen. Die meinten, die werden ein neues Haus bauen. Und da werde ich die jetzt so richtig pranken, Freunde. Pass einfach mal auf. Wo bauen die jetzt das neue Haus? Ich muss ganz schnell wieder riesig werden. Und zack, perfekt. Jetzt sind wir wieder riesig. Und warte mal, wo sind die hingelaufen? Komm schon, ah, da vorne sind die. Okay, wir schleichen uns an und machen uns gleich wieder ganz, ganz winzig, Freunde. Okay, jetzt sind wir wieder richtig, richtig winzig. Und ich bin gespannt, was die dort vorne machen. Wir beobachten die mal wieder. Oxy, das macht alles keinen Sinn. Wir müssen unser Haus richtig, richtig sicher machen, weil so kann das nicht weitergehen. Oh ja, du hast total recht. Lass uns hier ganz viele Fallen reinbauen, Ukri. Ja, und dann wissen wir ganz genau, wer das war, wenn jemand einbricht. Okay, Freunde, ich werde mich so lange im Geheimen hier einfach mal wieder reinbummeln. Zack, zack, zack. Und ich habe ganz genau gehört, was die gesagt haben. Und perfekt, jetzt sind wir wieder in ihrem Haus drin. Wie perfekt sieht das denn bitte aus? Warte mal, was steht dort? Mega guter Loot, bitte nicht klauen. Ich glaube, das wird hier offensichtlich eine Falle. Okay, Ukri, unsere Falle ist aufgestellt. Lass uns jetzt ins Dorf gehen und weiter die Villager mit unseren Schwertern ausfragen. Wir werden schon rausfinden, wer das alles uns angetan hat. Komm mit, aber Vorsicht bei den Druckplatten. Ja, nicht, dass ich in die eigene Falle tappe. Ich muss richtig aufpassen und drüber da. Okay, Ukri, ich glaube, das war nicht so vorsichtig. Ey, du hast die Falle einfach aktiviert. Naja, egal. Ich glaube, die gehen jetzt erstmal weg, Freunde. Oh Mann, Ukri. Immer muss ich wegen dir die Fallen neu hinbauen. Das kann echt nicht sein, Mann. Lass uns endlich den Übeltäter finden. Oh yeah. Okay, ich glaube, ihr habt das gehört. Die wollen schon wieder ins Villager-Dorf. Oh Mann, was haben euch die Villager nur getan? Die Armen. Naja, solange bauen wir uns hier eine kleine Treppe runter, damit wir hier auch runterkommen. Und zack, zack, zack. Perfekt, so sollte das passen. Und das noch kaputt machen. Zack, jetzt sind wir schon unten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal in die Kiste rein. Denn dort haben die bestimmt richtig guten Loot reingemacht. Und perfekt, wir schauen rein. Warte mal, hier ist ja gar nichts drin. Ach so, das war eine Falle, Freunde. Ganz vergessen. Naja, dann gehen wir jetzt wieder in unseren Geheimgang. Und davor müssen wir hier schnell nochmal rüber. Und, oh nein, ich habe hier die ganze Falle aktiviert. Ich glaube, die werden das hören, Freunde. Wir müssen hier ganz schnell weg. Okay, wir bauen uns hier schnell rein. Bitte kommen die jetzt nicht. Komm schon. Oh nein, warum habe ich nur so einen dummen Fehler gemacht? Nicht, dass das alles noch aufliegt. Ukri, schnell, schnell, schnell. Lass uns schnell zum Dirthaus gehen. Na los, na los, na los. Okay, komm, lass uns das Dirthaus anschauen. Ich bin gespannt, ob jemand in unsere Falle getappt ist. Unbedingt, da muss jemand drin sein. Ich meine, die Falle löst ja nicht umsonst aus. Okay, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wer der Übeltäter ist. Und, warte mal. Da ist niemand. Ukri, es hat irgendwie nicht geklappt. Oh nein, jemand ist uns entkommen, oder was? Ja, ich bin euch doch ganz knapp entkommen. Oh Mann, war das knapp. Warte mal. Sag mal, Ukri, wir haben noch gestern Pommes mit Ketchup gegessen. Hast du etwa ein bisschen Ketchup an die Wand geschmiert? Warte kurz. Oh nein, der leckt einfach an mir. Ich muss hier ganz schnell weg. Schmeckt ja eklig. Wie, das schmeckt eklig? Ey, der hat gerade nicht ernsthaft an mir geleckt. Der dachte, ich bin einfach Ketchup. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, das werde ich dir noch heimzahlen. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, an mir zu lecken, Junge? Das kann doch nicht einfach wahr sein. Okay, ich baue mich jetzt hier weiter entlang und die werden niemals darauf auf die Idee kommen, dass ich hier die ganze Zeit sie ausspioniere. Okri und Ox, ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben. Deswegen würde ich sagen, spawnen wir jetzt hier einfach ganz viele Creeper. Okay, denn ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier richtig viele Creeper und die werden einfach nie im Leben wissen, woher die kommen. Und 1, 2, 3, let's go. Erster Creeper in sich. Okay. Freunde, die sind einfach beide nach unten gefallen. Okay, der Plan ist ein bisschen zu gut aufgegangen. Warte mal, die sind hier wieder
wieder gespawnt, denn die hatten hier ihren Spawnpoint. Das heißt, wir bauen es hier mal im Geheimen wieder hoch und zack, perfekt. Oh Mann, Ukri, das kann echt nicht sein. Wir machten sowas Schreckliches. Ich brenne die ganze Zeit. Hör auf zu brennen. Perfekt. Ich verstehe das einfach nicht, Mann. Glaubst du, wir sind verflucht? Lass uns lieber das Land verlassen. Schnell, schnell, schnell. Du hast recht, das macht alles keinen Sinn mehr. Schnell hier weg. Genau, Ukri und Orks, ihr seid verflucht. Und genau deswegen werde ich hier noch richtig viele Zombies spawnen. Warte mal, siehst du das, Ukri? Schnell, schnell, schnell. Wir müssen wegsegeln. Das waren ganz viele Zombies. Woher kommen die denn bitte sehr? Ich glaube, wir wurden irgendwie verflucht oder so von irgendeiner Hexe. Warte mal, die rennen da gerade weg. Ey, ich habe die ganzen Zombies gespawnt. Freunde. Okay, wir verfolgen die jetzt und werden die gleich richtig krass weiter pranken. Warte mal, was haben die jetzt vor? Wollen die sich wieder ein Haus bauen? Ey, das ist jetzt doch schon so oft daneben gegangen. Ihr werdet es nicht nochmal schaffen. Na gut, bisher hat es nicht so gut geklappt. Aber okay, ich meine, wir sind jetzt weggesegelt von der verfluchten Insel. Lass uns hier einfach einen Neustart wagen. Ja, das machen wir. Ganz genau, denn wenn das nochmal passiert, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Okay, sie wollen das Ganze also ein letztes Mal probieren. Naja, das werdet ihr nicht schaffen, denn ich, Sam Lucky, ich komme wieder zu euch und ich werde euch die ganze Zeit pranken. Okay, rennt mir bloß nicht weg. Die wollen also wieder ein Haus bauen. Und zack, 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 jetzt hier hoch und jetzt bin ich schon bei denen. Oh, die bauen hier wieder ihr Haus. Und warte mal, diesmal sieht das wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Die anderen Häuser sahen alle voll schlecht aus, Freunde. Findet ihr auch? Dann lasst mal jetzt ein Like da. Okay, ich würde sagen, wir hören den einfach mal zu. Okay, Ukri, ich denke, hier auf dem Wasser sind wir sicherer. Die Zäune sollten uns auch sicher halten, oder nicht? Ja, klar, hier kommt keiner hin und wir sind endlich sicher von irgendwelchen komischen Verfluchungen, glaube ich auch. Oh Mann, das hofft ihr, Ukri. Aber was sie nicht wissen, dass ich jetzt gleich als Winzling ihr ganzes Haus kaputt machen werde, Freunde. Ja, richtig gehört. Wir machen gleich ihr ganzes Haus kaputt, aber nicht auf eine normale Art und Weise, nämlich ein bisschen anders. Naja, ich zeige es euch gleich, aber davor müssen sie hier noch irgendwie weggehen. Naja, ich hoffe, die bauen hier nicht allzu lange rum. Orksi, Orksi, aber wir dürfen nicht unser Hauptziel aus den Augen verlieren. Du weißt ganz genau, wir wollten Diamanten für heute finden. Oh ja, natürlich, das weiß ich doch. Lass uns direkt eine Höhle suchen, Ukri. Okay, Mann, und jetzt wird uns nichts davon abhalten. Oh Mann, das hofft ihr, Ukri und Orksi. Aber was ihr nicht wisst, ist, dass eure Base gleich komplett anders aussehen wird, wie sie mal aussah. Nämlich werde ich jetzt hier alles kaputt machen, Freunde. Let's go! Und gleich gegen ein richtig winziges Haus austauschen. Kleine Häuser sind nämlich viel, viel besser, Freunde. Wir sehen uns gleich, wenn ich das kleine Haus hier fertig gebaut habe. Okay, und das ist jetzt mein Haus. Wir müssen hier nur noch einen kleinen Eingang reinbauen. Und warten mal ganz kurz, Freunde. Das machen wir natürlich auch ganz schnell. Und zack, zack, zack. So sollte das passen. Wir buddeln hier einfach alles frei. Okay, Freunde, eine kleine Inneneinrichtung darf natürlich auch nicht fehlen. Das heißt, wir machen hier ein paar Bücher hin. Zack, zack, zack. Ich glaube, so sollte das gut aussehen. Und als nächstes machen wir hier noch ein winzig kleines Bett hin. Wie cool ist das denn? Bitte sehr. Warte mal, hier muss das auch noch weiß sein. Und jetzt machen wir das hier nur noch rot für die Decke. Hier kommt vielleicht noch ein Musikblock hin. Der muss ein bisschen größer werden. Zack, zack, zack. Und perfekt. Somit haben wir unseren kleinen eigenen Raum. Und unser kleines Haus. Sieht das nicht schön aus, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr in so einem kleinen Haus leben würdet. Ich muss sagen, das ist echt cool geworden. Okay, ich bin gespannt, wie Ukri und Orksi gleich reagieren werden, wenn die zurückkommen. Perfekt, wir gehen hier kurz rein und bauen uns einen kleinen Aussichtspunkt, damit wir die auch perfekt beobachten können. Let's go, Freunde. Okay, Ukri, unser Mining-Trip lief doch eigentlich ganz gut, oder nicht? Ja, eigentlich ganz gut. Schau mal, wir haben einfach Eisenrüstung. Oh ja, das ist sehr gut. Warte mal, wo ist denn unser Haus? Unser Haus ist geschrumpft, Ukri. Oh nein, wie kann das denn bitte sein? Was meinst du? Das Haus ist ja komplett weg einfach. Oh Mann. Was ist das bitte? Leben hier etwa Ameisen? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Also Freunde, ich würde sagen, wir haben die richtig geprankt und die kommen noch immer nicht darauf, dass ich mich hier die ganze Zeit verstecke. Let's go, Mann, Freunde. Warte mal, was? Oh Mann, du hast kein Haus, das sogar in Einrichtung. Wer hat sich so viel Mühe gegeben? Mann, 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 wie kann das alles sein, Ukri? Ich versteh's nicht. Schau mal hier an der Seite. Wurde auch noch extra gebaut. Wie? Wer war das? Wer war das bitte? Denkst du, da lebt jemand drinne vielleicht? Ja, dann lass uns das auch kaputt machen, oder nicht? Ganz genau. Warte, ich habe noch mein Feuerzeug dabei. Dann lass uns jetzt einfach anzünden. Wow, das ist eine richtig gute Idee. Okay, zünd es an. Warte mal, zündet nicht das Haus an. Dafür habe ich mir voll viel Mühe gegeben. Das ist doch voll das coole Haus. Hört auf damit. Und los, zünde es an. Mann, ey, was macht ihr mit meinem kleinen Haus? Das war doch so schön. Was soll das? Warte, was?
was? Die machen das Haus kaputt? Das ist so ehrenlos, Mann! Los, los, los! Und schau mal, schon wieder ein rotes Bett. Weg damit! Rot, rot, immer rot. Warte mal. Hä? Ist nicht im Lucky rot? Stimmt, unser Freund Sam Lucky und uns verfolgt immer etwas Rotes. Warte mal, Ukri, komm mal bitte mit. Ich will was auschecken. Warte mal, worauf sind die denn jetzt bitte sehr gekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, nicht, dass sie mir auf die Schliche kommen. Siehst du das? Ukri hat sich irgendwas ganz, ganz Kleines langgebuddelt. Es hat uns die ganze Zeit verfolgt. Ich wusste es. Wie kann das bitte sein? Oh Mann, wie kann man so fies sein? Wir machten sowas und verfolgten so, spionierten es aus. Ich weiß es auch nicht. Denkst du, wir haben einen Stalker? Oh nein, Freunde, ich glaube, die kommen mir auf die Schliche, dass ich die ganze Zeit im Geheimen sie trolle. Oh Mann, na los, siehst du das? Er hat sich immer weiter lang gegrampt bis zu unserem Haus und hat alles spioniert. Wir müssen ihn nicht finden. Los, durchsuch den ganzen Boden, und schlag so überall drauf. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh nein, Freunde, das kann nicht wahr sein. Okay, ich habe mich hier schnell reingebuddelt. Ich glaube, das sollte passen. Also lasst ein Abo und ein Like, da wird mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten schaut noch bei Uki und Orksi vorbei als kleine Wiedergutmachung. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und drückt jetzt schnell auf das nächste Video. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt, ciao, ciao, Freunde.